Herzlich willkommen zum Lacktausch. Hier also jetzt die kleine Tour durch meinen Sim-Raum. Ja, im Video, in dem ich dieses Video hier angekündigt hatte, habe ich das Ganze noch Race Room genannt. Aber ja, ihr wisst, da gibt es natürlich eine Sim, die genauso heißt. Insofern, um hier jetzt mal Verwechslungen vorzubeugen, nenne ich das Ganze Sim-Raum. Klingt weniger schmissig, aber ist dafür verwechslungssicher. Also, im Zentrum des Sim-Raums steht natürlich das Sim-Rig, ist klar. Und wie ihr seht, habe ich hier noch einen alten Autositz einfach drauf geschraubt. Den hatte ich damals zur Verfügung. Das ist der Beifahrersitz eines Porsche 924S. Und ja, hatte ich damals einfach da, habe ich draufgeschraubt und mir da nicht weiter Gedanken drüber gemacht. Aber auf die lange Sicht möchte ich da vielleicht doch ein bisschen was Schöneres haben. Schaut mal, ich meine, ja, da ist jetzt dieser Überzug drüber und da ist hier auch schon die ganze Schrift abgeknibbelt, so abgelöst hat die sich und da ist nur so eine kleine Kante übrig. Das Ganze sieht also wenig appetitlich aus und insofern, ja, bin ich der Meinung, da muss mal Ersatz her, auch wenn man hier drunter schaut. Der ist in keinem guten Zustand, Risse überall, also der war entsprechend günstig zu haben, aber ist jetzt kein richtig toller Simracing-Sitz hier. Insofern wird da bald was Neues kommen und auch dieser Raum, also gleich mal vorweggeschickt, der ist jetzt nichts Spektakuläres, wie ihr seht, ne? Also nichts wirklich Besonderes. Lässt sich hier nicht vergleichen mit den Simracing-Räumen anderer YouTuber, die da sich natürlich deutlich besser ausgestattet haben schon. Ein bisschen was möchte ich hier aber auch noch machen. Wie euch am Ton wahrscheinlich auffallen wird, ist das Ganze hier noch sehr hallig. Das liegt natürlich an den ganzen kahlen Wänden mit wunderschöner deutscher Raufasertapete. Also ja, wunderschön ist natürlich was anderes. Und ich werde das Ganze hier noch ein bisschen mit schallschluckenden Paneelen verkleiden. Und noch so ein paar andere Sachen machen, die ich mir vorgenommen habe. Und dann wird es bestimmt mal irgendwann im Laufe des nächsten Jahres ein Update-Video zu diesem Raum geben. Aber jetzt zeige ich ihn euch einfach mal in seiner Schlichtheit vorab. Und dann kann man ja durchaus einen Vergleich ziehen, wie das dann in ein paar Monaten nach meinen Umbaumaßnahmen aussieht, das Ganze. Also, ja, hier, ne, so ganz YouTube-typisch habe ich natürlich trotzdem so ein bisschen LED hier am Start. Immerhin, da unterm Tisch ist auch LED und hier hinter ist auch nochmal LED. Ja, immerhin, ne? Also wenn man hier das Ganze auf YouTube zeigen will, dann darf LED natürlich nicht fehlen. Und insofern habe ich da natürlich auch ein bisschen was, aber das ist ja natürlich der geringste Aufwand. Also dieser Raum, der wird noch eine gewisse Transformation durchlaufen. Aber jetzt gehen wir erstmal näher auf die einzelnen Elemente in diesem Raum ein. Also, wie gesagt, hier steht das Sim-Rig. Das Ganze ist ein Motedes S-Dream. Mittlerweile ergänzt hier durch ein Sidemount von Grizzly Simgineering. Das hält hier also die Base seitlich. Auf der anderen Seite zum Glück genauso. Und ja, warum Grizzly Simgineering? Da gibt es ja so viele Anbieter, wo man sich gute Sidemounts kaufen kann. Ja, ich habe allerdings nirgends wirklich ein silbernes Sidemount finden können. Die allermeisten sind schwarz und mein Rig ist nicht schwarz, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ich wollte das Ganze aber möglichst homogen halten und einheitlich im Look. Deswegen war es mir tatsächlich ziemlich wichtig, hier ein Sidemount mit silbernen Aluprofilen zu bekommen, sodass das Ganze nicht total, ja, raussticht und irgendwie unorganisch wirkt. So, das wäre das. Gehalten wird durch das Sidemount die Podium F1, sollte euch wohl bekannt sein aus meiner B-Roll, genauso wie das BMW M4 GT3. Ein sehr, sehr schönes Lenkrad, das sich wirklich unfassbar gut fahren lässt. Vielleicht mache ich dazu noch mal ein gesondertes Video.
ich habe es im letzten Jahr noch total belächelt und mich darüber lustig gemacht, was der Quatsch soll mit echtem Rennauto-Lenkrad in der Sim und so. Und haha, ist doch Quatsch. Aber mittlerweile bin ich da tatsächlich bekehrt und komplett anderer Meinung. Dieses Lenkrad ist einfach fantastisch. So viel schon mal als Spoiler zu einem eventuellen Review, das ich noch über dieses Lenkrad machen werde. Also, wir haben die Base, wir haben das Lenkrad, wir haben natürlich den QR2. Den ich wirklich ganz fantastisch finde. Das ist ein unfassbar gutes System. Auch darüber habe ich mich anfangs noch etwas mokiert. Ja, auch da musste ich meine Meinung ändern. Aber wir leben, um zu lernen, und insofern, ja, lieg auch ich nicht immer von Anfang an richtig. Das ist wirklich ein richtig gutes System. Hier haben wir noch den Shifter von Fanatec, der leider sehr, sehr selten zum Einsatz kommt. Ich habe ihn erst 10 Minuten benutzt eigentlich. Da werde ich mich noch mal intensiver mit befassen müssen. Ja, das macht schon echt Spaß, habe ich festgestellt, gerade wenn man Rallye fährt. GT7 ist jetzt nicht berühmt für seinen Rallye-Modus, aber da habe ich es ausprobiert und das hat trotzdem echt Laune gemacht, dann zu kuppeln und zu schalten mit dem Rallye-Wagen. War schon lustig. Hier haben wir einen Kopfhörer, wie ihr sehen könnt. Den habe ich einfach mal über den Shifter gelegt. Das ist ein SteelSeries, der passt sehr gut zur PlayStation 5 vom Look her und bietet, wie ich finde, etwas besseren Sound und überhaupt bessere Features als der Sony-Kopfhörer, der für die PlayStation 5 rausgekommen ist. Deswegen habe ich mich hier für den SteelSeries entschieden. Hier haben wir die altbekannten Clubsport V3 Pedale. Ja, die sind natürlich sehr in die Jahre gekommen, sind nicht die besten Pedale am Markt, das weiß man. Es ist im Prinzip, sind die komplett veraltet. Und die CSL Elite V2 Pedale sind eigentlich vom Bremsgefühl her, habe ich mir sagen lassen, die besseren Pedale. Aber die werde ich mir jetzt nicht auch noch kaufen. Also irgendwo muss man auch auf seine Ausgaben aufpassen. Ich warte dann lieber, bis vielleicht doch noch irgendwann mal Podiumpedale rauskommen, die ich direkt an die Fanatec Base anschließen kann. Aber das kann natürlich noch sehr, sehr lange dauern. Ich bin eigentlich im Grunde ganz zufrieden hier mit meinem Kabelmanagement. Wenn man jetzt mal so direkt ans Rig schaut, vielleicht so aus dieser Perspektive hier, da sieht das Ganze relativ clean aus. Wenn wir allerdings mal hinter die Kulissen schauen, und das dürfte auch euch vertraut vorkommen, ja, dann offenbart sich das ganze Grauen aufgeschobenen Kabelmanagements. Also, ja, das sieht natürlich nicht so gut aus da hinten. Weiß ich aber auch noch nicht, wie ich das lösen soll. Ich meine, am Ende des Tages hat man natürlich die ganzen Kabel und kann sie nicht wegzaubern. Vielleicht werde ich die einfach hinter einem Tuch, das ich hier davor hänge, verschwinden lassen. Mal gucken, was da die beste Lösung sein wird. Ihr seht, der Monitor, oder sage ich erstmal was zum Monitor selbst, ne? Das ist hier ein 32 Zoll BenQ 4K mit HDR, aber das HDR benutze ich ehrlich gesagt nicht, weil ich das nicht sonderlich clever finde bei diesem Monitor, das Feature. 60 Hertz, also nur 60 Frames per Second. Kann man jetzt keine Bäume mit ausreichen, aber für die PS5 reicht es natürlich vollkommen. Und den habe ich am Rig befestigt. Über diese kleine Improvisation, das ist einfach nur so ein Monitorarm, den ich hier an das Rig geflanscht habe. Ja, das ist halt wie es ist, ne? Ist relativ variabel, kann man ein bisschen drehen und wenden und neigen, wie man gerade möchte. In der momentanen Konfiguration ist das nicht ganz so einfach, den dann noch großartig zu bewegen. Er klebt sehr, sehr eng über dem, über der Base. Das ist ja schon mal ganz gut. Da ich ja aber sowieso nicht am Monitor fahre, kann es mir auch egal sein und euch auch. Ich fahre ja in VR und da haben wir hier die VR-Brille auf einem schönen LED-Ständer, den ich aus der Community bekommen habe. Vielen Dank dafür nochmal. Macht sich hier wirklich gut. Ich habe hier das Globular Cluster Update noch für die PSVR 2. Das ist tatsächlich ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man das noch abgegradet hat für die Brille. Die ist dann dermaßen komfortabler zu tragen.
wirklich unglaublich, dass Sony da Geld gespart hat beim Komfort der Brille. Aber ja, zum Glück gibt es ja das Globular Cluster Mod und insofern können wir uns da alle behelfen, wenn wir nochmal ein wenig Geld draufpacken. Hier haben wir das Mikro, in das ich immer reinspreche, während ich fahre. Dann ist das ungefähr so positioniert, also direkt vor meinem Gesicht. Ist ja aber egal, denn ich habe ja die VR-Brille auf. Insofern stört das natürlich nicht. Und ja, ist ein Yeti Blue irgendwas, ist ein gutes Mikro. Also, ne, reißt jetzt auch keine Bäume aus, ist nicht irgendwie die High-End-Profi-Technik vor dem Herrn. Hat auch kein hier XLR-Profi-Kabel oder so, ist ganz normal, handelsüblich, über Micro-USB mit dem Computer verbunden. Und da wären wir auch schon beim Computer. Den habe ich mir Anfang des Jahres zusammengestellt. Ich habe Ende letzten Jahres schon angefangen, mich zu informieren. Hab dann recherchiert, stundenlang, denn das letzte Mal, dass ich mich mit PC-Komponenten auseinandergesetzt habe, ist ungefähr 20 Jahre her, sage und schreibe. Und so lange habe ich keinen PC zusammengestellt und habe mich folglich auch nicht wirklich mit den einzelnen Komponenten und deren Bedeutung befasst. Da hatte ich sehr viele YouTube-Videos anzusehen und Texte zu lesen, bis ich dann mal tatsächlich eine ganz gute Konfiguration für mich gefunden hatte. Herzstück des Ganzen und gleichzeitig auch das Nadelöhr des PCs, vermute ich zumindest, ist die Razer 7700 Prozessoreinheit von AMD. Ich habe den gekauft, weil der ganz gut Multitasking kann und ich außerdem für einen Prozessor mit der Taktfrequenz und der Anzahl an Kernen wirklich beeindruckt war von dem Verbrauch und von der Effizienz dieses Prozessors. Mit gerade mal 65 Watt Leistungsaufnahme ist das schon echt mega gut und das wollte ich würdigen. Insofern habe ich mich dafür entschieden. Ja, der ist wie gesagt auf lange Sicht das Nadelöhr, der Prozessor. Ansonsten habe ich da ein Tomahawk Motherboard. Ich glaube, das ist sehr werthaltig und das werde ich auch noch lange in diesem Gehäuse haben. Für DDR5 Arbeitsspeicher ausgelegt und da ist dann demzufolge auch DDR5 Arbeitsspeicher verbaut. 32 GB in Summe, 2x 16 GB Riegel sind da drin. Das Tomahawk Motherboard hat übrigens den Vorteil, hat bereits integriertes WLAN und Bluetooth und natürlich drei Steckplätze für die M.2 SSD-Speicher, die so ein bisschen aussehen wie ein plattgedrückter Maßriegel. Die Teile waren mir vorher auch noch nicht so wirklich bekannt. Kennt man natürlich aus der PS5 als Consolero, aber so richtig befasst hatte ich mich mit den Dingern vorher auch noch nicht. Ja, und da war mir wichtig, dass ich da mehr als ein oder zwei Steckplätze habe. Und das Tomahawk war da auch so ziemlich das einzige Motherboard, das drei Steckplätze für M.2 SSD-Festplatten besitzt. Viele USB-Ausgänge, das ist ja auch schon mal gut, dann muss man sich keinen Hub dazu besorgen. Und ja, was haben wir noch? Eine Grafikkarte, natürlich nicht zu vernachlässigen. Das ist die MSI GeForce RTX 4070 Ti Super mit 16 GB Grafikspeicher. Ja, solide, würde ich sagen. Also damit kann man natürlich alle aktuellen Simracing-Titel gut spielen. Ja, das einzige Bauteil in diesem Rechner, das mir ein wenig leid tut, ist der Lüfter von... Nee, Lüfter nicht. Ich glaube, das Netzteil, das ist das Netzteil von Corsair. Ja, wusste ich Anfang des Jahres noch nicht, welche unheilvolle Rolle Corsair hier im Simracing-Markt spielen würde. Deswegen habe ich komplett naiv dieses Netzteil gekauft. Ist auch in Ordnung, war preis-leistungsmäßig ganz gut. Würde ich heute nicht mehr machen, würde ich mir einen anderen Hersteller aussuchen. Aber jetzt ist es nun mal da drin, dann brauche ich es auch nicht mehr wegzuschmeißen. Hier seht ihr schon meine Capture Card, die ist extern von Ava Media. Ich hatte auch meine Elgato, aber die hat bei mir nicht so gut funktioniert. Damals hatte ich aber auch noch einen sehr viel schwächeren Rechner, ein ganz altes Teil. Und wahrscheinlich lag es daran. Dann bin ich halt umgestiegen auf die Ava Media, mit der habe ich nie Probleme gehabt.
Die kann zwar mit 4K durchschleifen, das Bildsignal, aber sie kann nur in Full HD aufzeichnen. Reicht mir aber auch. Ich schneide ohnehin viel lieber in Full HD, denn mein eigentlicher Schnittrechner, der ist nicht sonderlich leistungsstark. Das mache ich nämlich nicht an diesem Rechner, sondern an einem Laptop oder Notebook. Und ja, da ist Full HD schon das höchste der Gefühle. Und selbst das hängt bisweilen ein wenig. Ja, über den Rechner habe ich jetzt, glaube ich, auch alles gesagt. Also ja, die weiße Optik gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, so ein Rechner muss halt leuchten, wie ein Tannenbaum in der Adventszeit. Und ehrlich gesagt, ich finde es schon cool, auch wenn der Trend mittlerweile weggeht von den LED-Lüftern. Aber mir gefällt's, muss ich ehrlich zugeben. Ich finde es lustig. Hier oben haben wir noch einen kleinen Lüfter für mich, nicht für den Rechner, sondern für mich, wenn ich denn fahre, dass ich immer ein wenig Frischluft bekomme. Ja, ich glaube, das war es jetzt hier auch schon mit der Simracing Hardware. Also wie ihr seht, mit diesem Rechner, da werde ich natürlich demnächst anfangen, auch am PC die Simulationen zu fahren. Ich habe ihn, wie gesagt, seit Anfang des Jahres bereits. Ja, und bin noch nicht wirklich dazu gekommen, da ordentlich was zu machen, fahrtechnisch. Insofern, es wird Zeit, dass ich mich mal damit auseinandersetze. Ich habe leider nicht so viel Zeit zum Fahren, deswegen bin ich immer so ein bisschen davor zurückgeschreckt, dann meine geringe Freizeit auch noch in Troubleshooting am PC zu investieren. Aber ich werde mich bald damit auseinandersetzen müssen. Ja, das wäre das. Dann habe ich hier noch ein bisschen Lichtequipment. Da steht so eine LED-Leuchte auf Stativ und hier steht noch eine. Beide sind batteriebetrieben, denn wenn ich irgendwo Kabel sparen kann, dann tue ich das auch bereitwillig. Jedes Kabel, das ich nicht habe, macht mich glücklich. Und insofern laufen die über Akkus. Hier kommen wir zur Lenkradsammlung. Die ist ja verhältnismäßig überschaubar. Ich glaube, für den Privatkunden ist das schon etwas eskaliert. So richtige YouTuber haben natürlich noch viel mehr Lenkräder, weil die ihnen alle gratis zugeschickt werden. Bei mir ist das nicht der Fall. Ich habe die alle selber gekauft und insofern sind 7 Lenkräder. Hier haben wir, oh Gott, nee, es sind 8. Hier haben wir 7 und hier haben wir noch das BMW. Es sind also momentan 8 Lenkräder. Von einem werde ich mich allerdings demnächst noch trennen. Ich sage euch gleich, welches das sein wird. Fangen wir mal mit dem günstigsten an. Das ist allerdings auch nicht das schlechteste. Hat mir sehr, sehr treue Dienste geleistet. Das McLaren GT3 V2, CSL Elite, inklusive QR2 für 300 Euro erhältlich. Tolles Lenkrad das. Dann haben wir daneben das Formula Carbon. Das gab es vor einigen Jahren mal als Sonderedition. Ist ein richtig tolles Lenkrad. Und also ich mag den Look einfach, ist jetzt technisch auch nichts Besonderes, aber das wurde mir von einem Community-Mitglied auf das Magnetic Pedal Module umgerüstet und das ist natürlich super, denn das ursprüngliche Pedal Module war sehr flimschig und hatte kaum Feedback. Jetzt ist es ein Traum, damit zu fahren. Hier haben wir auf Podiumniveau das MZW McLaren 720S RIM. Dahinter verbirgt sich das Button Module Endurance, gekoppelt mit dem Podium Hub und dem Advanced Pedal Module. Macht auch richtig Spaß, damit zu schalten und zu fahren. Auch ein sehr schönes Lenkrad. Ich werde euch irgendwann noch einen ausführlicheren Fahrtest über dieses Lenkrad machen. Ein Video über den Zusammenbau habe ich ja bereits online stehen. Insofern das Ganze hart noch der Komplettion. Hier unten haben wir einen sehr schönen Klassiker. Wie ich finde, das originellste und schönste Fanatec-Lenkrad auf seine ganz eigene Weise. Das Porsche 918 mit einem braunen Echtleder-Glattleder-Kranz. Super gut. Ich finde es richtig schick, auch gerade das braune Leder, das ist halt mal was anderes. Nicht immer das gleiche Schwarz, sondern eben auch mal ein bisschen eine andere Note im Simracing. Und das Porsche-Wappen, ja, das hat natürlich
sein ganz eigenes Flair, sage ich mal. Einzige Schwachstelle dieses Lenkrads ist halt leider die Schaltung, die Schaltwippen. Die sind so ein bisschen, ja, sehr flimschig, sehr weich, geben wenig Feedback. Hier haben wir ein Fanatec F1 bzw. Formula 2.0. Ja, auch hier die Schwachstelle, die flimschige Schaltung. Identisch zu der des Formula Carbon im Originalzustand. Das ist ja glücklicherweise aufs Magnetic Pedal Module umgerüstet mittlerweile bei mir. Aber das hier ist nichts. Zudem hat es ein paar Macken. Ich habe das dereinst gebraucht gekauft und der Verkäufer hat mich darüber nicht so wirklich informiert, wie das da aussieht. Ich habe es viel zu teuer gekauft, ich werde es jetzt aber auch wieder verkaufen und von mir wird der Käufer selbstverständlich über jede kleine Macke ganz genau informiert, damit es da keine Missverständnisse gibt. Das kommt jedenfalls weg, denn ich habe ja hier das Carbon und damit bin ich happy, das reicht vollkommen und Formelfahrzeuge fahre ich ohnehin nur sehr selten. Dann haben wir hier noch das BMW GT2 V2, auch ein sehr schönes Lenkrad, Alcantara Lenkradkranz und Magnetic Pedal Module im Prinzip. Schöne Geschichte, schaltet sich schön knackig, ist ein schönes rundes Lenkrad. Und hier haben wir noch von MZW das Audi R8 Rim in Kombination mit dem Universal Hub und also auch dem Magnetic Pedal Module. Da habe ich noch die Shifter Plates aus Carbon dran. Das ist natürlich nur ein kleiner Vorteil gegenüber den metallenen Shifter Plates, die sonst beim Universal Hub mitgeliefert werden. Auch ein sehr schönes Lenkrad habe ich neulich bei den Kartrennen an der Eiger Nordwand benutzt und ich habe feststellen dürfen, dass das sehr, sehr gut in den Kartsport passt, das Lenkrad. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dem hier Kart zu fahren. Ja, dann sind wir auch schon durch im Prinzip. Das soll es dann also gewesen sein für den Simraum. Und ja, vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt, euch den ganzen Quatsch hier angesehen und angehört habt. Wir sehen uns vielleicht das nächste Mal wieder, wenn ich euch Bilder des neuen Simraums zeige. Und in der Zwischenzeit wird es natürlich auch genug anderes Zeug geben. Also bleibt sauber, bis bald und tschüss.